Wie entsteht überhaupt Schwindel? Schwindel entsteht durch Störungen des Gleichgewichtssinns. Der Gleichgewichtssinn ist für den Menschen genauso wichtig wie der Sehsinn und der propriorezeptive Sinn. Das ist der Sinn, der dem Menschen immer mitteilt, wo im Raum er sich gerade befindet. Ohne den Gleichgewichtssinn könnte der Mensch weder stehen noch laufen. Das Gehirn steuert den Gleichgewichtssinn. Woher weiß nun das Gehirn, wie oder was es steuern soll? Das Gehirn bekommt Informationen vom Gleichgewichtsorgan. Das Gleichgewichtsorgan befindet sich im Innenohr. Es besteht aus einem sogenannten Vorhofsäckchen und drei Bogengängen. Diese drei Bogengänge sind im 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet. Damit bilden sie die drei Raumebenen ab. Die Bogengänge enthalten eine Flüssigkeit, das ist Lymphflüssigkeit. An den Innenwänden der Bogengänge sitzen sehr empfindliche Sinneshaare. Diese Sinneshaare sind mit Nerven verbunden und jedes Mal, wenn sich nun die Position vom Kopf verändert, bewegt sich auch die Lymphflüssigkeit in den Bogengängen. Die Sinneshaare in den Bogengängen registrieren dann diese Veränderung, die Bewegung. Und diese Information über die Bewegung wird über die Nerven an das Gehirn weitergeleitet. Schwindel entsteht immer dann, wenn das Gehirn widersprüchliche Informationen bekommt oder wenn die Informationen, die im Gehirn ankommen, vom Gehirn nicht richtig verarbeitet werden können. Der Gleichgewichtsnerv liegt im Gehirn sehr nah neben dem Nervus vagus. Dieser Nerv, der Nervus vagus, versorgt unter anderem die inneren Organe im Bauchraum. Das sind Magen, Darm und Lunge zum Beispiel. Und durch die enge Verbindung des Gleichgewichtsnervs und des Nervus vagus kommt es bei Schwindel häufig zu Übelkeit und manchmal sogar auch zu Erbrechen. Andersherum kann aber auch eine Übelkeit, deren Ursache im Magen liegt, Schwindel hervorrufen.